Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich hatte am Wochenende mal wieder viel Spaß. Stopp, wir hatten gar kein Wochenende, wir hatten Feiertag. Ich hatte am Feiertag viel Spaß, denn ich habe mir wieder einen schönen Kultklassiker angeschaut, nämlich die Drei Amigos aus dem Jahre 1986 und dieser Film geht ganze 104 Minuten lang. Ja, und der lief damals am Fernsehen, glaube ich, hoch und runter. Ich glaube, jeden Sonntag lief die Drei Amigos am Fernsehen. Ich habe diesen Film nie geschaut, weil wahrscheinlich lief auf einem anderen Programm Bud Spencer und Terence Hill. Das war mehr was für mich. Und die Drei Amigos nie geschaut. Hat mich nie interessiert. Jetzt habe ich das nachgeholt, um was ich von diesem Film, ja, wie ich ihn finde, was ich dazu zu sagen habe. Das hört ihr jetzt gleich. Wir reden erstmal über die Darsteller. Und dort haben wir die Drei Amigos. Und die werden gespielt, ja, von damals der A-Prominenz, der, ja, Komödienlandschaft, sag ich mal so. Wir haben hier Chevy Chase, der zurzeit berühmt wurde oder berühmt war, gerade durch so Filme wie Die Wilden Vier auf Achse, Die Wilden Vier in Die Amis kommen oder was weiß ich, was alle lief. Der war damals sehr bekannt. Schöne Bescherung hatte der dort noch nicht gedreht. Dieser Film kam erst 1989 raus, aber er war schon A-Prominenz. Dann haben wir Steve Martin. Steve Martin, der hat damals, war da schon für den Oscar nominiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber er hat damals schon gute Komödien gedreht wie Tote tragen keine Karos und so weiter und so fort. Er war ziemlich bekannt, Und dann haben wir Martin Short. Und Martin Short war sehr bekannt durch die Fernsehserie oder Show, Fernsehshow kann man das sagen, Saturday Night. Und hat danach auch sehr viele bekannte Filme gedreht. Heutzutage drehen Steve Martin und Martin Short immer noch zusammen eine Serie, nämlich, da muss ich ablesen, die drehen zurzeit Only Murders in the Building. Und glaube ich schon, die vierte Staffel wurde schon bestellt. Ja, beide so. Ich glaube, Martin Short müsste jetzt um die 74 Jahre alt sein und Steve Martin 78 Jahre. Ja, irgendwie so habe ich das irgendwie gerade irgendwie nochmal am Rande so mitgekriegt, wen es interessiert. Aber die drehen heutzutage noch immer noch A-Prominenz, A-Promis. Und damals war es schon ein Highlight, die drei in einem Film zu sehen. Und ob dieser Film auch funktioniert mit den drei, da kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir noch Carmen. Und Carmen ist so eine, ja, sie wohnt dort im Dorf und kümmert sich da ein bisschen um das ganze Dorf. Und die wird gespielt von Patricia Martinez. Wurde damals dann noch mal richtig bekannt durch der Serie Zorro, ist 2018 leider schon verstorben, aber die muss ich auf jeden Fall auch erwähnen, weil sie spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ja, und jetzt kommen wir zu der Handlung und wir haben hier eine Mischung aus die glorreichen Sieben, mal wieder, das hatten wir gerade auch in Rebel Moon, die glorreichen Sieben werden hier ordentlich aufs Korn genommen und hier sind es dann die glorreichen Drei, die Amigos halt. Und dann später wurde dieser Film nochmal, ja, gab es nochmal eine Parodie von Tropic Hunter, hieß der Film so hier mit Ben Stiller und Robert Downey Jr., der auch ziemlich cool war. Und Jack Black spielte da auch noch mit. Ja, das ist ungefähr auch das Gleiche. Ja, worum geht es in diesem Film? Also, wir haben das Jahr 1916, dort gab es ja schon den Stummfilm und die Drei Amigos waren eigentlich Stummfilm. Schauspieler, die waren sehr bekannt, die haben immer so Westernfilme gedreht und die waren immer die Drei Amigos, die dort alle Banditen weggeschossen haben, die waren mutig, die Drei Amigos standen da immer so, hey, 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 wir sind die Drei Amigos und so weiter und so fort. Natürlich ein Stummfilm, dann wurde das da immer eingeblendet, hey, 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 wir sind die Drei Amigos, stellt euch Banditen, die waren immer die Guten. Und in Mexiko ist das dann halt wirklich so, da haben wir halt diese glorreichen Sieben-Geschichte, ein Dorf, ein kleines Dorf wird angegriffen von Banditen, von 50 Banditen, die das ganze Dorf terrorisieren. Und die brauchen jetzt Hilfe und die Carmen, wie gerade schon mal gesagt, gespielt von Patricia Martinez, sucht jetzt Helden oder sucht Leute, die ihr Dorf beschützen von den Banditen. Und dann sieht sie diesen Film, so einen Stummfilm von den Drei Amigos. Und sie glaubt, das ist Realität. Sie machen das wirklich. Das sind so Helden, wirklich Banditen dann in die Flucht schlagen. Ja, und sie schreibt die dann an, die leben ja in Hollywood, schreibt dann nach Hollywood, hey, Drei Amigos, könnt ihr nach Mexiko kommen und
Unser Dorf gegen die Banditen retten. Und der Brief kommt auch an und die meinen dann wirklich einfach, die müssen eine Show ablegen und bekommen dann 100.000 Pesos dafür. Und die meinen, das ist einfach nur ein Auftrag. Die meinen, dass sie müssen dann nur schauspielern. Und weil die ja gerade gekündigt worden sind von Studio, reisen die dort auch hin und meinen dann wirklich, sie wären die großen Stars da, sie sollen nur eine Show abliefern. Und da sind so halt so eingebildete Schauspieler, die so, ne, ach, wir sind die coolen, wir sind alles, ne, und die nehmen das halt einfach gar nicht ernst. Und dann kommen zum ersten Mal so drei Banditen da reingeritten und die ziehen dann einfach ihre Show ab, ne, so, hey, wir sind die drei Amigos und ey, ihr seid Schweinehunde und alles, beleidigen die Banditen, reiten so mit den Pistolen, mit Platzpatronen natürlich da um die Banditen da rumherum und die Banditen sind total verwirrt und sagen so, ja, was sind das denn hier für Flachwichser, oh, Entschuldigung, egal. Das einfach. Und Entschuldigung. Egal, ich lasse drin. Ich schneide so ungern. Entschuldigung. Ja, und die nehmen die drei einfach nicht ernst und sind ganz verwirrt und reiten dann weg und wollen nach, erstmal nach ihren Chef und dem berichten, was da im Dorf auf einmal los ist. Da sind so drei verkleidete Honks und die wissen einfach nicht, was sie damit machen sollen. Die kamen da gar nicht drauf klar. Und das ganze Dorf meint, die haben die drei Banditen dann in die Flucht geschlagen. Haben die ja gar nicht. Die haben sich aufgefühlt wie so Vollidioten. Ja, und dann... Entschuldigung. Was ist denn heute los? Ja, die drei Banditen reisen dann zurück zum Chef der Bande und sagen, das sind so drei Honks, so drei Clowns und die haben uns wilde Hunde genannt und so weiter und so fort. Und sagt der Chef, was, das geht gar nicht, wir reiten da jetzt sofort hin hier mit 50 Mann und machen das ganze Dorf mal platt und die drei Honks da, die ballern wir dann weg. Ja, und... Dann im Dorf, die drei Amigos lassen dich da total feiern und ja, wir sind die großen Helden und die meinen jetzt, ihr Job ist zu Ende, die kriegen jetzt ihre 100.000 Pesos, aber dann kommt der nächste Morgen, die 50 Banditen kommen, diesmal sind es 50 oder sind die, sehen wirklich aus wie richtige Banditen, richtig so. Und dann kommen die drei da wieder an, ne, angeritten, da müssen wir nochmal eine Zugabe geben und gehen zu den Banditen hin und reden auch mit denen so, ah, ihr seht so armselig aus und bla bla bla, ne, und die machen ihre Show da so, schießen wieder in der Luft und da, ah, wir sind die drei Amigos, doc, 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 hey, Amigos. Und die Banditen stehen da, ne, und dann reiten die da so rum, ne, und dann sagt der eine Amigo noch zu denen, ihr müsst jetzt sagen, wir schießen euch ab wie billige Hunde. Und dann der Chef so guckt und sagt so, ja, wir schießen euch gleich auch ab wie so räudige Hunde. Und dann schießen, dann reiten die da wieder rum und dann Bandit so zu den anderen, ja, komm, jetzt hier mal ein bisschen hier Butter bei den Fischen, jetzt schieß mal einen von den Clowns da, ne? Und er zieht seine Waffe, er schießt tief Martin da so an, puff, er fällt vom Pferd, ne? Und Steve Martin meint, der ist ja immer noch alles Show, ne? Er fängt an zu bluten, ne? Und dann, Junge, was war da los? Stinksauer, geht er zu den Banditen da so hin, ne? Er geht zu dem Typen hin, der da auf den geschossen hat und sagt so, ey, Alter, gib mir mal deine Pistole. Bist du da verrückt? Das ist scharfe Munition. Das geht hier mal gar nicht. Ne? Du wirst gefeuert, du bist ganz schlecht. Ihr seid alle schlechte Schauspieler und so weiter und so fort. Und so langsam merkt er dann so langsam, dass das richtige Banditen sind. Und weil er guckt sich die ganzen anderen Kugeln an und denkt so, guckt sich die Leute so an. Geht zurück zu den anderen zwei Amigos und sagt so, Alter, ich glaube, das ist hier ernst, das ist kein Schauspiel mehr. Und dann geht's auch ab, ne, dann fangen die an zu weinen, fangen an zu betteln, bitte erschieß uns nicht, bitte, das war ein Missverständnis, wir sind nur Schauspieler, wir sind Filmstars und so weiter und so fort. Ey, in der Zeit lachst du dich halt einfach sehr kaputt. Es ist sehr, sehr witzig, es ist so eine, ja, es ist sehr trockene Comedy, also es ist so, du lässt die ganze Zeit irgendwie durchgehen, das ist auch ein Film, den kann man sich auch wieder an eins durch angucken und ja, die reiten dann weg, die Banditen dann, verwüsten da das ganze Dorf, Dynamit wird in Häuser reingeschmissen, alles explodiert und so weiter und so fort und dann wird Carmen von dem Chef entführt. Ja, und irgendwann treffen dich die drei Amigos wieder zurück und kommen wieder zum Dorf zurück und alles ist zerstört, Carmen ist entführt und dann beschließen die drei Amigos doch zu den Banditen hinzureiten und die Carmen zu befreien und den Banditen das Garaus zu machen.
Ja, und das Ganze ist dann eigentlich sehr, sehr, sehr witzig. Also wie die das dann so machen. Also das ist wirklich sowas von dumm irgendwie alles, dass das aber auch wieder so lustig ist, ne? Weil die haben ja wirklich keine Ahnung, ne? Aber schießen können sie, das haben sie ja jahrelang in den Western gemacht und die sind schnell. Und damit machen sie auch ein paar Banditen kalt und die Banditen rechnen gar nicht damit, dass sie so gut sind. Und ja, und dann schaffen die es tatsächlich, nachher Carmen zu befreien. Und die Banditen wollen dann Rache, reiten dann wieder zum Dorf zurück und so weiter und so fort. Dann gibt es noch einen Trick, wie die Banditen nachher am Ende ausschalten und so weiter und so fort. Und das Ganze ist sehr spannend inszeniert mit sehr vielen Musikeinlagen noch, also lustige Musikanlagen, Einlagen. Wir haben hier tolle Charaktere, es macht einfach Spaß, diesen Film zu gucken. Und es hat mir, ich, dieser Film hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, der wäre schlechter. Der wäre wirklich schlechter, aber ich hatte wirklich die ganze Zeit sehr viel Spaß. Und das mag ich. Und dass man sowas auch geschafft hat in den späten 80er Jahren noch. Also Respekt, Respekt. Also das war, ist jetzt auch nicht zu albern. Es ist so. Ja, so ernst albern. Ich mag sowas wie so Filme wie The Game mit Michael Douglas, wo man meint, oder Agent 00 mit Leslie Nielsen, wo die Leute meinen, das ist alles ein Spiel, aber im Grunde ist das alles sehr ernst. Und das mag ich so, dieses Thema. Und das machen die hier sehr, 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 sehr gut. Und alle drei Schauspieler, Chevy Chase, Martin Short und auch Steve Martin, haben so viel Spaß beim Drehbuch gehabt. Das merkt man denen an. Sie sind richtige Kollegen, richtige Kumpels. Und das merkt man halt bei einem Film, wenn die sowas drehen. Und das machen die hier sehr, 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 sehr gut. Ja, die drei Amigos auf jeden Fall eine Empfehlung. Also, falls ihr den Film nicht schaut, noch nicht geschaut habt, guckt euch diesen Film an. Guckt euch diesen Film an. Echt. Der macht gute Laune. Der macht echt gute Laune. Ja, wenn ich diesen Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, gebe ich diesen Film auch hier wieder, kann ich den jetzt auch wieder nicht mehr als 7 Punkte geben. Ich gebe diesem Film 7 Punkte. Und mehr kann ich den leider nicht geben. Es ist jetzt nicht die beste Komödie, es ist auch nicht die schlechteste Komödie. Ich selber war sehr gut unterhalten. Die Kritiken zu diesem Film waren durchschnittlich. Viele sagten, war okay. Viele sagten, ja, wäre noch mehr drin gewesen. Viele sagen, es ist einfach nur Klamauk. Alles okay. Kann man alles so stehen lassen. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Ich finde ihn ziemlich cool. Schaut euch den an. Auf jeden Fall kann ich den empfehlen. Ja, das war meine Kritik zu den drei Amigos. Falls ihr mehr Kritiken von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. Bassika. Nämlich. Besonderer Film. Denn wir haben hier die drei Amigos und das wird gespielt oder die werden gespielt. Das wird gespielt. Die. Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal wieder über einen Kultklassiker, nämlich über die drei Amigos aus dem Jahre 1986. Boah, der ist wirklich schon alt, ne? Ja, aus dem Jahre 1986. Dieser Film ist ganze 104 Minuten lang und ist eine Komödie. Ja, und das machen wir nochmal. Ja, ich habe am Wochenende mal wieder. Wir hatten kein Wochenende.